meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Keplers. Ich war ein wenig Minen, beziehungsweise im Untergrund. Ich glaube, ich war bis auf Level 11 oder so, 10 oder 11, auf jeden Fall war es zweistellig. Ja, ich sag mal, die Gegner, die da unten rumkrauchen, die werden, naja, da brauche ich ein bisschen mehr und bessere Ausrüstung. Und ja, ich habe auch tatsächlich wieder Sulfo gefunden, ich glaube 6 oder sowas waren es. Genau, 6 Sulfo habe ich gefunden. Ja, irgendwie schon wieder auf Level 7. Ich glaube, irgendwie auf Level 7 habe ich bis jetzt am meisten Glück gehabt mit Sulfo. 6 Stück, ja, ist okay. Dann zeige ich euch ganz kurz, was ich noch gefunden habe. Also gut, neben Kohle, Eisen habe ich 16 gefunden. Copper habe ich, glaube ich, 50 gefunden. Ja, ich glaube, es sind so, ja, 50 Stück habe ich. Das war ganz gut. Dann habe ich, ja, ein, zwei etwas größere Gegner ausgeschaltet. Bei dem einen habe ich Mukus gefunden. Also das war irgendwie so ein Insekt. Was wir, glaube ich, auch schon mal gesehen hatten. Dann hier dieses Insekto oder Insektor Exoskeleton haben wir auch noch gefunden. Und eine kleine Waffe, Inferior Insektor Spear. 14 Damage, 99 oder 0,99 Attack Speed. Ist trotzdem natürlich besser als das, was wir haben. Deswegen ja, machen wir es als Ersatz für das Kopperschwertchen. Und unseren Copper Spear können wir eigentlich erstmal abgeben. Upsala. Ja. Das ist das, was ich jetzt quasi gefunden habe. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich damit anstellen kann, mit diesen Mukus-Dingern. Ja, dann... Ach nee, das will ich behalten, das will ich zum Bauen benutzen. Hat übrigens sehr gut geklappt, ich habe mich dann immer so ein bisschen eingebaut. Wenn mir die Höhle dann irgendwann zu groß wurde und da habe ich echt fast keine Gegner gehabt, die mich angegriffen haben. Was auch immer sehr gut funktioniert hat, ist, wenn Gegner gespawnt sind, die mir zu nah waren, bin ich einfach wieder eine Etage hoch oder runter gegangen, neu quasi zurück. Und dann hat man erstmal, ich glaube, 5 Sekunden oder 10 Sekunden Zeit, wo nichts spawnt. Und in der Zeit kann man sich ja entweder neu ausrüsten oder quasi nochmal bisschen mehr erkunden und hoffen, dass die Gegner diesmal oder dann im zweiten Fall ein bisschen besser spawnen oder anders spawnen, sodass man nicht das Problem hat, dass sie einen gleich angreifen. So war es eigentlich ganz gut von der Taktik her. Ich bin auch eigentlich nicht in die Bredouille gekommen, dass es bei mir irgendwann knapp wurde im Leben. Bis auf das eine Vieh, wo wir auch den Speer bekommen haben, das war ein bisschen härter. Da musste ich auch ein bisschen mehr kämpfen. Ansonsten ging es eigentlich. Also war mit der Taktik sehr gut. So. Apropos. Ich bin natürlich auch ein schöner Vollidiot. Ich wundere mich ja die ganze Zeit, warum ich... Oder... Ne, ich will ja eigentlich die ganze Zeit dieses Firearm Workbench machen. Ja, aus Metal und Sulfur. Ich habe übrigens selber noch nicht geguckt, ob wir es jetzt shoppen können. Tatsächlich, wir können es machen. Copper Firearm. So. Allerdings gibt es ja auch noch eine andere Art und Weise, wie man beispielsweise den Stove machen kann. Ja. Ich habe ja momentan einen aus... Ach nee, das ist der Furnace. Der Stove. Ach, den habe ich sogar schon aus Copper gemacht. Alles klar. Gut, dann beschwere ich mich nicht. Aber ich kann die Workbench ja auch aus Metal Bar machen. Ist mir jetzt gerade mal aufgefallen. Habe ich ja noch nie gemacht. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da andere Sachen machen kann. Also ich gehe fest davon aus, dass man jetzt hier andere Sachen machen kann. So, deswegen bauen wir das mal dahin. Und sehen, es ist... Nee, es ist das gleiche. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich wollte mich gerade darüber aufregen, warum ich so ein Idiot bin und, ja, quasi nicht einfach das bessere Ding mache. Ja, Feeding Through. Weiß ich nicht. Können wir so lassen. Na gut, dann, ich habe gedacht, wir können an dem hier andere Rezepte machen. Dann habe ich nochmal selber Glück gehabt. Okay, damit geht's besser. So. Eine Workbench can be placed, ja. Enter, Exit, Building. Ah, okay. So können wir es auch direkt bauen. Ja, Workbench brauchen wir nicht mehr. Die aus Holz können wir eigentlich hier mal in die Kiste packen. Denn ich glaube, die aus Stein wird jetzt das eine sein. So, dann bauen wir aber trotzdem noch die Firearm Workbench. Darauf haben wir eigentlich die ganze Zeit gecraftet. Beziehungsweise, ich habe mir einen Arsch abgesucht, um dieses Mistteil zu finden. So, dann stellen wir das, würde ich sagen, hier außen hin. Und hier können wir jetzt also Musketen und sowas machen. So, Processing Salpeter. Genau. Ach, dafür brauchen wir Dirt. Genau, ich habe mich irgendwo auch gelesen, man sollte Dirt sammeln. Um dann später noch Sachen, später noch Salpeter herzustellen. Haben wir also hier Salpeter-Ohr. So, da wir ja eh viel zu viel davon haben, machen wir einfach 33 Salpeter-Ohr.
So, Gunpowder. Nochmal Sulfur. Salpeter und Holz. Gut. Eine Shotgun, Metallbarren und Holz. Okay, Bullets macht man dann aus Gunpowder und Metallbarren. Arrow Gunpowder. Okay, ich brauche überall Gunpowder. Ich muss Sulfur finden. Ich muss definitiv Sulfur finden. Dann können wir auch mit quasi Schießeisen hier uns voranmachen. Shotgun, wir könnten sie natürlich schon bauen. Also, ich habe gar kein Holz mehr. Okay, ich muss mal Holz fällen gehen. So, hier, das bauen wir noch schnell ab. Das machen wir hier wieder rein. Ja, das gute alte Sulfurrohr kommt da auch hin. Salpeter machen wir auch hier rein. Und dann sind wir erstmal wieder blanko in der Hütte. Upsala, nicht bauen. Die Axt hätte ich gern. So, dann holzen wir hier unseren kleinen Waldbestand wieder ein bisschen ab. Aber alles kein Problem. Ja, ich werde mich auf jeden Fall jetzt dann so langsam dahin machen, dass ich meine ganze Ausrüstung auf Eisen verbessere. Die aus Kupfer, ja, die ist okay. Aber ich werde jetzt dann mal so langsam auf Eisen umsteigen. Hat den Vorteil, beziehungsweise den Effekt, hält länger und ist hoffentlich besser. Ich habe es noch nicht gemacht, aber das werden wir zusammen gleich mal in Angriff nehmen. So, wie viel Holz haben wir jetzt? 71. Ah, wir können hier mal ruhig ein bisschen was abfällen. Wird eh alles neu angebaut von mir. Unsere kleine Holzfarm. Ja, ist alles sehr random, wie ich es hier quasi platziert habe. Aber ich habe jetzt keine Lust, auch noch den Wald irgendwie nach einem gewissen Maßstab anzubauen. So, was haben wir jetzt? Ja, haben wir erstmal wieder genug. So. Wie gesagt, alles so ein bisschen random. Ohne System im Endeffekt. So. Dann gucken wir mal, wie viel Eisen haben wir denn jetzt? 16. Ah, und hier haben wir auch noch 17. So, haben wir 33. Wir haben hoffentlich auch noch ein wenig Wolle, genau. Dann gucken wir einfach mal. Wir sind am falschen Table. Da bin ich hin. Armor. Obwohl, wir machen mal die Schuhe. Die sind die, die als erstes kaputt gehen. Das und das ergibt Iron Shoe. So, und dann gucken wir mal. 5 Defense, 3 Defense. Na, seht ihr? Deswegen will ich jetzt auf Eisen umsteigen. Iron Glove und Armor müsste perfekt passen. Genau. Sehr schön. So und so. 5 Defense, 9 Defense, 3 Defense, 5 Defense. So, das macht dann zusammen 22 Defense. Und theoretisch, na okay, wir haben jetzt den Speer. Hätte ich jetzt auch noch mir ein Eisenschwert oder sowas gemacht. Aber das lasse ich jetzt einfach mal. Ich mache das hier mit dem, ja, Alien-Schwert erstmal und dann sollte es hoffentlich reichen. So. So, zack. Alles aus Kupfer kommt hier hin. Achso, wir haben jetzt das Model. 3 Defense. Ja, wie gesagt, das würde ich hier gerne irgendwann mal alles scrappen. Ich sag mal, noch geht's ja, noch nimmt es nicht so viel Platz weg. Aber ja, irgendwann muss das Ganze mal weichen. Oh, sehr schön. So, ich hätte natürlich auch eine Werkbank aus Eisen machen können. Weil ich nicht weiß, ob das jetzt einen Unterschied macht. Ob ich das aus Eisen oder aus Kupfer mache. Wahrscheinlich nicht. So ein Stove. Anvil. Ja, ich weiß leider nicht, was die Unterschiede sind. Ob es Unterschiede gibt oder nicht. Ich habe allerdings jetzt auch zu wenig Eisen noch. Also die 13 Eisen behalte ich erstmal ganz kurz. So, Holz weg. So, Holz immer nicht zu verachten. Ich habe jetzt auch, bin jetzt dazu übergegangen, die ganzen Torches aus Kohle zu machen und nicht mehr aus dem Gras.
Gras haben wir auch 0 oder 7. Ja, Bones, keine Ahnung, Material. Keine Ahnung, für was wir das brauchen. Sektor Skeleton, Lukas. Vielleicht müssen wir irgendwie so eine außerirdische Werkbank dann finden. Ja, also ich weiß nicht, ob sowas gibt, aber... würde auf jeden Fall am meisten Sinn machen, hier, weil wir so ein... Mino und sowas. Achso, apropos. Ich sehe gerade, dass unser Safe Spot hier drüben ist. Wir machen den jetzt mal hier wieder zurück. Zum aktuellen Haus. So. Dann machen wir uns kurz die Iron Chest hier hin. Okay, man kann leider nicht alles machen, also Schuhe und Dings noch. So. Ja. Also, ich habe jetzt vor, mal ein bisschen kämpfen zu gehen. Noch in der Folge. Achso, apropos kämpfen. Wir haben so viel Kupfer. Wir machen uns jetzt mal ganz kurz eine Kupfer-Axt und eine Kupfer-Pickaxe. Das können wir uns auch gleich mal hinter die Kiemen schieben. So. Bisschen gesättigt. Dann machen wir uns ganz kurz noch jeweils eine Kupferaxt und einen Kupfer. Ja, Schaufel musste ich auch schon eine zweite nehmen. So, einmal bitte und eine Axt. Zweimal. So, dann das wieder zurück. Kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt da. Axt, Axt, Axt. Gut, dann können wir loslegen. Ich werde einfach mal die Pillen jetzt nehmen. Weil das Schlagen geht ein bisschen schneller. Wir sammeln sofort wieder ein. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwelche Viecher finden. Wir werden jetzt einfach mal alles töten. Außer Goblins. Goblins will ich eigentlich nicht mehr wirklich kaputt hauen. Weil die Goblin-Waffen sind nicht wirklich gut oder viel besser als das, was wir haben. Außerdem, ja, verlieren Goblins leider nur Skelette. Skelette-Knochen. Und ja, ihr habt ja gesehen, Knochen haben wir mehr als genug. Und solange ich noch nicht weiß, was ich mit den Knochen anfangen kann... Ist denn da schon wieder unser Haus? Das stimmt aber auch nicht. Solange ich nicht weiß, was wir mit den Knochen anfangen können, macht es jetzt eigentlich auch wenig Sinn, die ganzen Knochen nochmal zu sammeln. So, hier haben wir doch etwas. Ein kleines ehemaliges Häuschen. Okay, es geht genauso schnell wie mit der Axt übrigens. Das ist mir jetzt auch mal... letzter Zeit aufgefallen. Hier kommen wir nicht raus. So, aber ich habe oben noch Kupfer gesehen. Kupfer. Das werden wir uns noch holen. Wenn wir schon mal hier sind. Kupfer kann man immer gebrauchen. Allein für den... für die ganzen Werkzeuge. Die sind aus Kupfer halt deutlich besser. So. Merci beaucoup. Schwein. Ja, alles Übungssache. Also wenn man da die Technik immer mal raus hat, welchem Abstand man da draufhauen muss, dann geht's eigentlich. Hier waren wir auch schon, ne? Genau, hier sind auch wieder so ein paar Aliens. Wie gesagt, die werde ich jetzt auch mal angreifen. Die droppen nämlich immer schöne Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupferwerkzeuge. Hallo? Manchmal zumindest. So, außerdem haben wir einen Endbill. Den bauen wir ab. Sogar einen aus Eisen. So, da haben wir... okay, da haben wir noch zwei. Super. So, ja, man muss halt so ein bisschen darauf achten, dass man den Abstand beibehält. Die Viecher vertragen schon ein bisschen mehr, also die sind nicht hier so 08... Oh, nur vor allem die Dinger hier.
muss da mal so ein Müh mal kurz die Taste loslassen zum Laufen. Und dann geht's eigentlich auch immer. Jetzt wird's schon wieder dunkel. Wir wollen uns ja eh hier durch das Dorf erstmal kämpfen. Da ist übrigens wieder so ein King. Okay, jetzt habe ich meine Waffe verloren. Bin ich am Arsch? Bin ich richtig am Arsch? Okay. Ach ja, wenn man die Waffe verliert, ist es ärgerlich. So, das hat ja wieder erfolgreich funktioniert. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Dass da nicht das, was quasi die nächste Waffe einfach nachgezogen wird. Sondern dass man dann tatsächlich hier immer ins Menü erst muss. Und wenn man im Menü ist, kann man nicht laufen. Oder kann man im Menü laufen? Doch, das geht tatsächlich. Ah, wieder was gelernt. Okay, ich habe nichts gesagt, meine Damen und Herren. So, wir heilen uns mal ganz kurz hoch. Und wir nehmen mal hier so eine Attack-Pille. So. Es ist eine sehr langsame Waffe, aber... Alter Schwede. Gut, jetzt haben wir natürlich auch noch plus 3 Attack. Dadurch, dass wir die Pille genommen haben. Das hält übrigens 10 Minuten, sieht man hier unten. Alter Schwede. Ja. Das macht Damage. So, ich habe übrigens noch so ein Endbild. Sehr schön. Nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. So, kommen wir durch. Jawohl. Ja, mit dem King da oben. Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem anlegen will. Hallo. Ich hoffe, der sieht uns jetzt nicht. Ja, mal kurz ange... Ah, okay, da kommt er. Oh, was ist los? Ja, der macht jetzt massiv Schaden. So, das war der König. Der König ist tot. Lang lebe der König. Und wir haben gar nicht mal so viel verloren. Also wir machen echt guten Schaden, muss ich sagen. Auch der ist im Eimer. Ja, jetzt haben wir es leider schon Nacht. Deswegen sehen wir hier schon wieder so wenig. Kann man immer mitnehmen. Müssen keine Bäume dran glauben. Berge. Oh, Torches. Torches. Wie sieht's aus? So, kurz noch ein bisschen heilen. Ah, kommen wir trotzdem ran. So. Ist was mit ihm? Torch. Ja, die können wir theoretisch auch abbauen, aber egal. Ach, da ist die Kiste. Ich wollte gerade sagen, wo war da eine Kiste gewesen? Oh, Ort Toolbox. Berry Seeds, okay. Aber eine Ort Toolbox, keine Ahnung, was das ist. Equip Build Distance increased by 4. Ah, okay. Wir können jetzt 4 Blöcke weiterbauen quasi, oder weiter entfernt bauen. Also jetzt können wir sogar hier hinten bauen. Hier können wir jetzt bauen. Das ist ein sehr cooles Tool. Okay. Ich sehe nicht wirklich. Also nach Gefühl jetzt draufgehauen. Okay, da hinten geht's da rein. So, Alter, also...
das mit der Toolbox, das finde ich geil. So, hallo. Einfach das komplette Dorf ausrotten jetzt hier. Die haben auch wenig Chancen. Na, das hätte ich gern. Ja, gut, das läuft ja. Sogar gar nicht so verkehrt. Jawohl. Ja, komm. Da eine Woodwall hin. Was ist das denn hier? Desert Lightweight Outfit. Ah, das ist die Armor von den Typen hier. Hier haben wir wieder so ein Equip-Dings. Damit verlieren wir nochmal 20% weniger Ausdauer. Workbib ist auch hier so ein Ausrüstungsgegenstand von der Rasse. So. Moin. Tot. Tot. So, ist hier noch irgendwas? Ah, hier ist noch eine Kiste. Sehr schön. Grass. Ja, also ich sag mal, was noch ein bisschen unrealistisch ist. Und da hoffe ich leider, dass wir das vielleicht nochmal irgendwann fixen, ist, dass man halt durch die Wände schlagen kann. Also, ja. Das ist ein bisschen wie Cheaten, vor allen Dingen, wenn man hier so einen Speer hat und die Gegner nur so kleine Waffen, dann kann man tatsächlich eigentlich relativ simpel und ohne große Probleme hier alles niedermetzeln. Ich hab's am Augenwinkel gesehen, das Vieh. So, hier steht auch noch einer. Ach, das ist ein Goblin, okay. Der gehört hier nicht zu der Rasse. So, hallo. Das ist ein Copperdecker, sehr schön. Das sind Fackeln, die aus sind. So, noch ein bisschen Holz und Gras. Copper, Copper, Copper. Diese ganzen Copper-Sachen, also so viele Copper-Sachen werden wir natürlich nie brauchen. Die kann man auch einschmelzen. Und dann... Hallo? Oh. Gold. Ah, jetzt kommt hier mal ein bisschen Action rein. So, haut ab. Die kann man wieder einschmelzen und dann kriegt man Kopperbarren wieder raus. Ja, macht eigentlich nur Sinn, wenn man Sachen findet. Eigene Sachen, die man erstellt hat, sollte man, ja, also da macht man immer Verlust mit, wenn man die dann wieder quasi zurück macht. Und von daher, ja. Ja, wundert sich wahrscheinlich, wo wir sind. Kann man eigentlich nur diese, oder sollte man eigentlich immer hier diese gefundenen Sachen wieder zurückschmelzen. Also ich muss noch mal gucken, ob wir... Kaktus. Sehr gut. Kaktus gibt's nur in Wüsten. Habe ich gelesen. Also ich selber habe ja noch keine gefunden. Sonst hätten wir die ja schon gesehen. Und Kakteen sind, glaube ich, auch zum Essen da. Das weiß ich allerdings leider nicht, was man mit den Kakteen machen konnte, genau. Ach, scheiße, der hat einen Bogen. Denkst du, du bist hier der Größte? Aber... Okay, das ist ein Hund, der hat uns schon gesehen, aber nicht an uns ran. Okay, für Torches ist das hervorragend hier. Hier haben wir auch noch mal gleich eine Kiste. Wie spät haben wir so? 3 am. Ah, Kopperohr und noch ein wenig Nektar. So, haben wir uns aber zuerst mal rein. Und dann... Oh, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Na gut, die Folge war ein bisschen actionreicher.
wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich würde sagen... wo sehen wir uns denn? Laufe ich nach Hause? Schon mal in der Zwischenzeit, weil hier wird nicht mehr viel passieren. Also auch wenn mein Inventar einfach komplett voll geklopft ist. Obwohl wir könnten... Das machen wir in der nächsten Folge. Also haut rein, wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss!